Herzlich willkommen, ihr Lieben, Basteln für die Seele. Hier findet ihr Ausflüge mit meinen Hunden, morgens zum Sonnenaufgang, vieles gebastelte Ideen. Ich probiere gerne aus und recycle gerne. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntagmorgen. Ich muss den Ton komplett runternehmen. Es ist super, super windig, also richtig stürmisch schon. Und ich zeige euch heute ganz viel so Drama-Himmel, weil es kann nicht mehr viel anderes zeigen unterwegs. Wir sind wieder da am Bushäuschen, gehen allerdings nicht den Weg rauf, sondern wir gehen mal diesen anderen Weg, den wir ganz, ganz selten gegangen sind. Da ist ein neues, ja, Riesending aufgebaut für Erdbeeren und diesmal steht da Videoüberwacht dran und es ist komplett eingezäunt, also ob da jetzt so viel gestohlen worden ist. Die anderen Felder waren auch schon eingezäunt, hatte ich mich auch schon gewundert. Ja, guck mal, der Himmel. Ist das nicht toll? Sieht schon toll aus, ne? Drama, Drama. Der Mann, den haben wir getroffen mit der Hündin. Die hatte leider so ein bisschen Schiss vor uns und die war ganz lieb. Aber leider, sie haben immer oft Schiss, die Kleinen. Also, was heißt klein? Sie war genauso groß wie unsere. Naja, da ist der Himmel blau, da ist der Himmel dunkel und da ist nochmal dieses Gestänge. Diese Dinger werden hinterher mit Plastikplan zugemacht und Riesenröhren sind das dann. Und die Erdbeeren stehen also richtig hoch, so auf anderthalb Meter hohen Gestellen, würde ich sagen. Da braucht man sich nicht mehr bücken und ich glaube, Bewässerung geht automatisch. Kade ist das. Kennt ihr Kade? Ist gut für die Gelenke. Ja, Hagebutten habe ich noch gesehen und so ein bisschen Herbstlaub haben wir gesehen. Bisschen blinzelte die Sonne manchmal durch, aber da war es auch nicht so ganz viel. Himmel sieht klasse aus. Und die Ränder und Sachen stehen voll mit Wasser. Wahnsinn! Und ihr seht, da wollten wir eigentlich lang gehen, aber das ist super matschig gewesen. Da sind wir umgedreht und sind den Weg noch ein bisschen rauf und runter gegangen. Ja, da ist jetzt gleich der Himmel und da ist er ein bisschen blau. Sie warten geduldig, weil ich noch am Filmen bin. Ja, und da seht ihr auch wieder diese riesen Tunnel, diese Erdbeertunnel, die überall sind. Da ist der Blick auf Reda-Wiedenbrück, das ist Wiedenbrück. Und die Linie hinten, das ist der Teutow. Der Teutoburger Wald, wir hatten heute eine ganz super klare Sicht auf alles. Da ist gerade die Sonne ganz zurückgezogen und es wurde richtig dunkel. Ja, es ging immer so hin und her. Richtiges herbststürmisches Herbstwetter. Aber der Himmel sieht klasse aus und die Wolken. So, in dieser Richtung, da wohne ich. Da, wo es schön ist, da, wo der Himmel blau ist, da wohne ich. Einen einzigen Pilz habe ich gefunden und der sah auch noch wunderschön aus. Ja, ich habe einiges noch mitnehmen können, zeige ich euch gleich. Nicht viel, aber ein bisschen. Und habe ich mich gefreut, dass ich für meinen Mann noch was holen konnte. Ja, seht ihr, der Weg ist nicht so, den kennen wir nicht so, aber da ganz viele Krähen und Tauben. Man kann es leider nicht wirklich gut erkennen, aber der ganze Acker ist voll. Also Dutzend, aber Dutzend. Seht ihr, so ein bisschen habe ich gefunden. Ja, freue ich mich richtig. Da kommt mal ein bisschen die Sonne raus und ja, gleich sieht alles viel freundlicher aus natürlich, ne? Miechen hat Durst, sie hat wieder Entwässerung heute und dann hat sie immer besonders Durst anschießen. Die fuhren zackig vorbei. Da hinten ist nochmal der Teutow, ganz klar zu sehen, richtig klasse und davor wieder so ein Tunnelkram. Ich habe sogar noch Margeriten gesehen, aber ich konnte keine mitnehmen. Das war mein Strauß. Wir sind im Auto. Das war's von heute. Und ich habe ein paar Blümchen wieder zu dem Bild von meinem Mann stellen können. Da brennt auch immer ein Teelicht, mindestens einmal am Tag. So, ihr Lieben, guten Morgen, guten Morgen. Das heißt, es ist schon wieder 10:45. Es ist gar kein guter Morgen, es ist schon bald Nachmittag. Nein, aber ich war mit den Hunden kurz raus, den Film habe ich davor geschaltet und bin jetzt noch hier am Überlegen, was ich vielleicht noch nehmen könnte. Ich habe hier noch so einige Papiere, noch schöne, die hier, dann haben wir noch schöne Label, die können wir aber mal erst wieder zurückstecken und gucken mal bei diesen Papieren, ob wir da irgendwas finden, was wir vielleicht auch noch verwenden könnten. Das ist doch so ein tolles Paket gewesen mit allem drum und dran. Was haben wir hier? Ach so, das habe ich so dazu gepackt. Das habe ich einfach so dazu gepackt. Jetzt musste ich erstmal überlegen. Ich könnte doch so eine Seite damit einbinden noch.
würde doch gut passen. Genau, wartet mal, da haben wir auch mehrere Motive, glaube ich. Zwei. Drei. Wie viel habe ich denn von jedem? Von jedem habe ich zwei. Ups. Okay, okay. Wenn wir jetzt zwei nehmen würden, wäre es auch genug. Okay, würden wir dann zwei nehmen. Genau. Und dann habe ich, wartet mal, hier. Ach, das sind so schon Seiten, die man, die sind zu groß. Da müsste ich zu viel wegschneiden, das ist zu schade. Das machen wir nicht. Und dann habe ich noch so Musikseiten, so einzelne. Das ist immer so schade, wenn man so einzelne Sachen hat, ne? Finde ich immer schade, weil ich dann immer am liebsten noch eins in Reserve hätte. Hier ist noch so ein tolles. Passt es vom Format? Nein, es passt nicht. Ich möchte es auch nicht beschneiden. Dann müssen wir uns vielleicht hier noch mal eins aussuchen. Hier haben wir ganz viel so mit Werbung und Zeug. Vielleicht nehmen wir davon einen Bogen. Ganz, ganz viel Werbung und ein schöner Brief, Briefe, mehrere Noten. Oh, das ist Dark Angelsing. Das könnte man ins Weihnachten mit reingeben. Ja, genau. Ich lege das mal zu meinem Weihnachtsbuch. Das ist nämlich hier so neben mir. Da würde das gut dazu passen. Angel, we have heard. Oh, hi. Das ist ja auch Weihnachten. Leg ich mal zu meinem Weihnachtsbuch. Genau, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich wollte jetzt zwei rausnehmen. Habe ich wieder reingepackt. Wartet, Moment, Sekunde, nehmen wir irgendeinen. So, da haben wir noch so ein bisschen Abwechslung, dachte ich mir. So, das packen wir hier wieder ein. Ja, das sind Sachen, die ich bestellt habe von Temu oder, oh je, ich weiß es schon wieder nicht. Wir könnten hier nochmal schauen, ob wir hier ein, zwei von den schönen Karten mit reinnehmen. Die gefallen mir wirklich sehr gut. Ich habe die jetzt so schön durcheinander gebracht, das habe ich wunderbar hinbekommen. Ich hasse das, weil dann nicht, ich weiß dann nicht, ob ich da noch was von habe oder ob ich das schon verwendet habe. Ach, ist das blöd. Blöde, 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 blöde. Ich hätte gern zwei genommen, wenn es geht. Wildflowers of America. Da ist auch noch eins. Amerika. Amerika. Das tun wir wieder zurück. So, warte mal, so und so. Okay. Jetzt gucken wir noch hier ganz kurz. Aber es könnte passen, gell? Wenn wir es halbieren. Die sind beidseitig. Das ist das Schöne an der Sache. Die sind beidseitig. Ganz ehrlich, da hätte ich gern noch mal die doppelte Menge von. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, das hat mir jemand geschickt. Kann das sein? Ja, ne? Ich glaube schon. Wir haben hier so grünliches. Ist das das gleiche? Habe ich da von jedem zwei? Ja, dann nehme ich das grünliche. Eins reicht. Ups, ich habe schon wieder irgendwas hingeworfen. Ich habe es fallen hören. Ja, ich weiß nur nicht was. Warst du das? Oder war ich das selber? Ich kann es nicht sagen, was da gefallen ist. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht, ich sehe es einfach nicht. Passt rein. Ja, müssten wir ein ganz klein bisschen schneiden. Ach Mist, das hasche ich jetzt. Ich will es nicht schneiden. Ich will es nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich möchte es nicht so gerne schneiden, ne? Weil das sind so schöne Papiere hier. Das möchte ich nicht so gerne schneiden. Ja, ich muss es schneiden. Es hilft nichts. Nein, es hilft nichts. Es ist nicht machbar. Dann auch schneiden. Nein, die sind kleiner. Die gehen so da durch. Ja, hilft nichts. Dann wollen wir es mal. Ich hole mal eben den Hebelschneider. Dann sensen wir da mal eben entlang. Ach Mist, ne? Das ist doof jetzt. Gucken, ob es vielleicht reicht.
bum, 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 bum. Ja, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Es reicht. Gott sei es gedankt, es reicht. Ja, es reicht uns. Bis hier und nicht weiter, gell? Nun langt es uns. So, das noch. Oh, das ist umgeknickert. Naja. Ach, das finde ich schön, dass ich jetzt daran gedacht habe, dass wir jetzt noch so ein paar mehr Sachen hier mit reingeben können, die einfach Abwechslung reinbringen auch, ne? Ja, es wird sicherlich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich kein Film morgen, also morgen ist Montag, da kommt dieser Film, aber Montag kann ich nicht filmen, weil ich habe einen Zahnarzttermin und kann dann leider nicht sprechen, großartig an dem Tag, und dann wird es keinen Film geben. Nur damit ihr dann gleich schon Bescheid wisst, es ist wie es ist, leider Gottes, kein Film. Muss ich das wieder nachschneiden. Jetzt habe ich schon mehrere genommen. Ich dachte, jetzt überliste ich das Ding, aber lässt sich nicht überlisten. So, ach, den müsste ich auch noch abrunden. Das machen wir auch noch. Mhm. Die schmockt die noch, ganz klar. Die wird noch erledigt. Ich glaube, das wird ganz nett. Ich zeige euch gleich mal, was ich sonst noch so gemacht habe. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich Platz finde. So. Und hier auf jeden Fall. Da müssen wir. Ah, dann muss ich das ganze System gleich nochmal neu. Ach ja, ist nicht so schlimm. Wir verteilen erstmal und gucken, wie weit wir kommen mit dem ganzen Zeug. So. Hier können wir das hin machen. Hier können wir das hin machen. Warte, das. Ja, ja, ja. Ich muss es jetzt gleich alles nochmal ganz neu ordnen, weil ich ja jetzt noch was reingefügt habe. Aber das ist nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Ich muss es so nochmal in die Hand nehmen, weil ich... Sekunde. So, wir können mit euch zusammen schon mal blättern. So, da haben wir jetzt das. Wollen wir das nach außen nehmen oder wollen wir das nach... Ich glaube, wir drehen es nochmal kurz um. Wartet mal, das ist ja noch nicht... Ist ja noch nicht zu spät. Das kann man ja noch ganz kurz eben... Genau, das machen wir noch ganz vorne. Das sieht ja prächtig aus. Prächtig, prächtig, prächtig. Richtig schön. Dann kommt das, dann habe ich schon gestempelt. Könnt ihr das sehen, ja? Komm, ein bisschen näher, komm, ein bisschen. Bisschen, ja? Dann habe ich schon diese ganzen Stempel jetzt hier drin. Jetzt muss ich aufpassen. Da sind wir oben. Nee, da stimmt was nicht. Hier sind wir oben. Pass auf, jetzt muss ich alles neu machen. Da sind wir unten. Da sind wir oben. Da sind wir gerade. Da sind wir unten. Da sind wir oben. Da sind wir unten. Ah, da könnte noch eins rein. Machen wir das einfach hier noch rein. Sind wir oben. Ist ein bisschen kribbelig, ne? Nee, Schrift auf Schrift ist nicht schön. Hab schon gemerkt. Da sind wir unten. Da ist ein toller Stempel. Wishing you every happiness this special day will bring. I'm so happy to celebrate this moment with you. Wishing you every happiness this special day will bring. I'm so happy to celebrate this moment with you. With you, with you, with you. You. Machen wir hier. So, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt machen wir unten. Es gleicht sich eigentlich schon fast wieder aus. Aber jetzt haben wir zwei dunkle hintereinander. Buh, das ist nicht sehr schön. Ja, ich habe es schon verstanden. Ja, ich habe es schon eingesehen. Nochmal überlegen. Wir waren hier unten. Wir waren
hier wieder unten, dann müsst ihr jetzt hier wieder oben kommen. Oben und dann könnte ich hier unten machen. Genau, das machen wir so. So geht es ganz gut. So geht es sich ganz gut aus. Das klappt schon. Dann haben wir unten, dann haben wir Mitte. Das ist Mitte. Okay. Ja, ihr seht, ich habe schon ordentlich überall drin rumgestempelt. Hier mit überall diesen schönen Stempeln. Ich bin auch noch nicht fertig, weil ich muss das noch mal so ein bisschen verteilen. Ja, es ist jetzt so, dass man genug drin hat, würde ich wirklich sagen. Ja, so ist das jetzt. Die habe ich noch, die klebe ich noch ein. Das lege ich mir mal auf die Seite. Einen Moment. Wir sind aber immer noch nicht richtig fertig. So, das sind diese Zeichnungen aus dem Buch, aus dem Originalbuch. Die habe ich nur so ein ganz klein bisschen koloriert. Nichts Besonderes, überhaupt nicht. Aber wir werden die so einkleben, so ein bisschen koloriert, finde ich dann eigentlich ganz nett. So, ich suche was. Einen Moment, ich muss mal alles schön beieinander behalten. Ich suche diese Stripselstreifen, da sind sie schon, ich habe sie schon entdeckt. Diese Strippelstreifen habe ich schon entdeckt. So, die möchte ich ja auch unbedingt noch verarbeiten hier in diesem Buch. Und habe jetzt festgestellt, dass wir jetzt hier hinten damit eine kleine Tasche machen könnten. Ne? Eine ganz kleine, so eine Winztasche. So eine Winztasche. Da machen wir zwei raus. Geht das? Ja, das geht. Wartet mal. Schneide ich jetzt gerade mal mit der Schere. Ich habe jetzt keine Lust extra für ein so ein winziges Stück. Okay. Aber abrunden würde ich es trotzdem gerne. Warte mal, schaffen wir das? Ja, das lässt sich gut schnipseln. So, da machen wir Taschen raus. Lässt sich gut schnipseln, ich sage es noch. Ja, ich habe gestern noch ein bisschen rumgeräumt. Ja, ihr Lieben, ich sag's euch. Guck mal, das finde ich jetzt ganz süß. Ich finde es niedlich. Ja, richtig süß. Da machen wir auch einen kleinen Eingriff rein. Ne, wir machen es so, dass es so reinkommt. Genau. Also eigentlich hat mich jetzt von diesem Papier schön alles gebrauchen können bis jetzt. Ne? Muss ich schon ehrlich sagen. Wisst ihr was? Das kann ich einfach schon mal einkleben, dann ist das schon mal weg. Das ist zwar ein ziemlich dünnes Papier, aber es macht nichts. Wir wollen ja auch nicht da Gott weiß was reinschieben noch. Vielleicht ein Zettel oder ein Bildchen oder irgend sowas. Und dann, das dafür reicht es allemal aus. Ne? Will man da jetzt natürlich mehr reingeben, dann müsste man überlegen. Sieht schön aus, gell? Passt richtig schön. Brauchen wir auch nicht immer alles anfärben mit Einbräunen. Ihr wisst ja Bescheid mit dem Einbräunen. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht, aber hier ist so ein schönes Musterdruck. Da. Das ist doof, gell? Ja, ich überlege, das möchte ich auch gerne noch irgendwie mit reinbringen. Vielleicht können wir. Achso, da habe ich schon gestempelt. Warte mal, ist hier auch. Oh, da habe ich auch schon gestempelt. Petra, Dümmchen, du. Hättest du jetzt mal eins freilassen können? Mal besuchen. Wir finden noch was. Ja, da habe ich schon was drauf gestempelt. Da auch. Ui. Ich glaube nicht, dass ich es noch reinkriege. Wir können es mal sofort ad acta legen, das Ganze. So, und das lege ich auch weg. Das passt nicht so gut zum Stil. Wir haben aber jetzt hier wunderbare Sachen, die wir drumherum kleben können noch. Jetzt haben wir. Gucken wir mal, wo wir keine Stempel haben. Da ist zum Beispiel so eine Seite. Da würde das wunderbar gehen. Ich überlege gerade, wie ich es wirklich machen möchte. Ich glaube, ich möchte es nochmal durchteilen. Kriege ich das jetzt in den Hebelschneider rein schon? Ja, alles klar, kriegen wir rein. So, das lege ich jetzt mal kurz zur Seite. Das auch. Ist ein bisschen unübersichtlich. Ja, wir wollen wieder. Nee, kriegen wir nicht rein. Ach, ist das immer der gleiche Shit. Shit auch. Shit. Okay, wir machen hier mal.
ich will diese Vögel möglichst erhalten. Ihr versteht, was ich meine. So, und jetzt, immer noch nicht. Muss ich noch mal dran lang? Ja, es hilft ja nichts. Gut, es hilft ja nichts, es hilft ja nichts. So, komm her. Das war schief. Jetzt ist es aber hoffentlich gerade. So, hier und dann haben wir... Und hier. Und dann suchen wir uns das Beste raus. Wo schneiden wir? Hier. Und dann haben wir noch den Jungen da. Den müssen wir dann nach oben nehmen. Ach nee, warte, den muss ich auch eben unten abschneiden, weil da ist noch so ein Dings hier, so ein Schild. Ja, ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde es noch schaffen. In diesem kleinen Leben werde ich es garantiert noch schaffen. Ich bin ziemlich sicher. Immer mit der Ruhe, ihr Lieben. Ich habe alles auf einer Länge. Und jetzt schneiden wir es. Zack. Jetzt überlege ich, ob ich das, ja, ich mache das einzeln, weil dann hat man da viel mehr. Guck mal, das ganze Strippelzeug. Ich hätte es gleich eins, aber ich war mir noch nicht sicher, wie ich es machen wollte. Deswegen ist das jetzt so ein bisschen blöd, aber ich denke, wir können damit leben. Ja. Jetzt machen wir es tatsächlich alles einzeln. Können wir das irgendwie zusammennehmen? Nee, besser ist es nicht. Ich habe gestern mir den Film angeguckt, unsere schönsten Jahre. Wie hieß der, unsere schönsten Jahre? Der gestern auf irgendeinem dritten NDR, glaube ich, lief. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Diese Familie in Altena nach dem Krieg, Stahlzäune. Ja, habe ich schon mal gesehen, lief schon mal. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob mein Mann das noch sehen konnte. Es gibt immer so Filme, die wir noch zusammen gesehen haben. Natürlich ganz, ganz, ganz viele. Und dann gibt es die Filme, die ich schon alleine gucken musste. Nur, ja, gibt immer alles davor und danach bei mir jetzt. Ja. Ist so. Kannst nicht anders sagen. Es ist, wie es ist, gell? Jetzt wollen wir mal einkleben. Wollen wir das Buch mal schön machen, gell? Wollen wir es mal richtig schön machen? So, ein bisschen Platz brauchen wir dafür. Ein bisschen Platz für die Schicht, ja. Wir haben es gleich. Ich kann alles weg. Nehmen wir den Klebestift, das ist okay. Ich fange mit den schönen Vögeln an, weil die mir so super gut gefallen. Ja, das ist Deko genug für meine Begriffe, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ne? Das ist für mich persönlich Deko genug. Warte, muss ich ein bisschen höher ziehen. Ist ein bisschen zu tief gerutscht. Ach Gott, ich sitze davor und sehe es trotzdem nicht. Ob ihr das glaubt oder nicht, ich versuche die ganze Zeit exakt zu arbeiten, aber es ist immer so eine Sache. Ja. Das schneide ich jeweils nach. Das ist nicht so schlimm. Seht ihr, ich muss immer wieder das auch rausnehmen. Und ich will auch noch drin stempeln. Und deswegen ist das auch ganz gut, dass ich jetzt das noch nicht genäht habe. Ne, dann kann man immer noch was umändern und reingeben, wenn man möchte. So, dann haben wir den Jungen mit dem Vogel. Den können wir dann hier hinten hingeben. Da ist schon so viel Wirbelzeug. Dann würde ich das hier hingeben. Ja, gestern habe ich ganz viel angefangen zu räumen. Ich habe meine Winterzudecke rausgeholt, mein Winterbett. Und bei der Gelegenheit war ich dann oben in unseren Büren drin. Das ist ja so eine Kammer ist das. Da kann man nicht drin stehen. Das ist halt so in so einem alten Haus, ne? Da gibt es solche Sachen. Und da sind auf jeden Fall unsere ganzen... Ich könnte es auch mit dem Dings abmachen, wäre vielleicht auch genauso einfach. Und da sind die ganzen Decken drin und so ein Zeugs alles, ne, wisst ihr? So ein Zeugs alles. Hier haben wir jetzt eine schöne Seite, da können wir mal bunt machen. Ja, und dann habe ich festgestellt, ja, die Decke brauche ich nicht mehr, die Zudecke brauche ich nicht mehr, die habe ich alle in Säcke gepackt jetzt schon.
und werde das in Container, und da sind auch Kopfkissen dabei, die wir nicht mehr gebrauchen. Ja, alle solche Sachen. Ne? So eine Daunendecke habe ich sogar noch gefunden. Ja, die ich ja seit natürlich nicht mehr benutze. Die liegt da nur wohl verpackt die ganze Zeit. Aber ist nichts dran, ne? Ist gar nichts dran. Ja, ich hab damals, als ich sie gekauft habe, war ich zu dumm zum Überlegen, dass ich natürlich keine Daunendecke haben will. Ne? Natürlich nicht. Aber natürlich will ich das nicht haben, das Zink. Nein, nein, nein. Ja, und dann habe ich sie auch nicht mehr, konnte ich nicht mehr drunter liegen. Ne? Trotzdem die Vögel ja schon lange gequält worden waren. Aber ich, nachdem ich die Aufklärung da bekommen hatte, muss ich zugeben, das ist so ganz alt, aber ist nichts dran, weil das hat einfach wohl verpackt gelegen die ganze Zeit. Ne? Naja, ich weiß es nicht, aber vielleicht kann es jetzt noch irgendjemand anderes irgendwann gebrauchen. Aber ich glaube, das, was wir in die Container reinschmeißen, da schmeißen die sowieso komplett alles sofort durch den Reißwolf. Ne? So habe ich das Gefühl. Ne? Ich will es jetzt nicht ganz so behaupten, aber ich habe das Gefühl. Ne? Hier wollen wir Stempel. Hier können wir wieder was reinkleben. Immer so abwechselnd. Ach, da ist schon ein Stern drin. Gut, dann nehmen wir das hier. Ja, und ich habe angefangen, Bettwäsche auszusortieren. Ich hatte alles vor langer, langer Zeit auf Mikrofaser mal umgestellt. Und ich muss mal eben gucken, das wäre unten ja. Und dann habe ich aber festgestellt, je älter ich wurde, ich habe da erst gut drin geschlafen, aber je älter ich wurde, ich habe da drin geschwitzt wie verrückt. Ne? Ja, und jetzt habe ich seit einiger Zeit im Sommer, Gott sei Dank habe ich die aufgehoben, meine alte Baumwollbettwäsche wieder im Umlauf. Und damit schlafe ich wesentlich entspannter und wesentlich besser. Und das wäre dann hier. Und da bin ich froh, dass ich die nicht weggeworfen habe. Ne? Denn im Überschwank habe ich erst überlegt, oh, die brauchst du nie wieder. Habe ich da über 10 Jahre und noch länger habe ich alles mit Mikrofaser umgestellt. Ja, es ging auch ums Waschen und so weiter. Ne? Und weil das einfach praktischer war. Aber ich habe Gott sei Dank alles. Ich hebe ja immer alles auf. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt angefangen, die ganze dünne Mikrofaserbettwäsche auszusortieren. Die geht auch in Container. Ihr wisst ja, ich habe ein ziemlich großes Auto, aber ich denke, wenn ich zum Container fahre, dann ist der Wagen voll. Ja, denke ich schon. So, jetzt müsste ich sowieso noch mal, ihr seht, das passiert, da kann man nichts dran ändern, das passiert. Das verrutschelt. Hier verrutschelt es. Nicht richtig reingetan. Okay, ich muss da sowieso noch mal ordnen. Ja, jetzt gebt ihr gar keine Mühe. Also, wir fangen hier an. Wir haben dies. Wir haben den schönen Vogel. Da wird gestempelt. Wir haben hier Stempel. Wir haben da eine schöne Dingsbums. Hier, da müssen wir aufpassen. Da haben wir einmal schief. Müssen wir aufpassen. Da hatten wir. Hier würde gestempelt dann. Genau. Hier haben wir das. Da haben wir das. Jetzt sind wir schon in der Mitte. Da müssten wir das. Das nochmal machen. Genau. Dann würden wir den Rest da dran kleben. Das ist ja nur noch das hier. Machen wir. So haben wir da tatsächlich alles aufgebraucht. Naja, auf jeden Fall ist das alles eine Wühlerei, kann ich euch sagen. Ne? Man ist hier am Wühlen und da am Wühlen. Dann hatten wir jede Menge Decken und oh nein. Was ich alles für ein Zeug in der Ecke habe. Grauselig. Von allem immer hundertfach, ne? Immer schon. Ne? Ja, im Winter benutze ich die noch. Ich habe diese Plüsch. Warte mal, ist das dieses? Muss man eben gucken. Nein, ist nicht richtig. Einen Moment. Ich möchte es schon gleichmäßig haben. Eine Minute, gell? Eine Minute. Das ist der letzte. Hier müsste noch hin. Ich habe so Plüschbettwäsche, die ist auch Mikrofaser natürlich, aber die ist richtig warm. Wenn man sich da reinlegt, man ist sofort warm. Ne? Ja, und dann habe ich natürlich auch so ein tolles Oberbett, was auch richtig, also von QVC, dieses Goldwolke oder wie das heißt. Also das ist sehr, sehr warm dann da. Aber ihr müsst ja bedenken, ich habe oben keine Heizung und deswegen bin ich ja froh, dass ich so muschelig liegen kann. Ne? Ja, gestern das erste Mal seit... Ja, erste Mal in diesem Winter. So. Und ach, war schön. War richtig schön. Ja, hat Spaß gemacht. Warm war's. Ach ja.
So, jetzt würde ich ganz gerne hier noch ein bisschen reinstempeln, so an den Rändern irgendwas machen. Da wollen wir mal schauen. Wir haben ja immer eins ums andere freigelassen. Jetzt könnten wir hier anfangen zu stempeln. Aber muss ich jetzt mal gucken, wie wir das jetzt am allerbesten hinbekommen. Ja, ich muss es noch, seht ihr, ich hätte es gar nicht so fummelig dahinlegen müssen, weil, okay, so mal so, dass wir es drunter legen können. So, dann holen wir uns hier mal den sind nach wie vor schön, nur sie verziehen sich wie ein Lämmerschwanz. Ne? Das ist das Problem, was wir damit haben. Ja, also ich sage noch auch noch mal einmal was zu Temu. Ja, natürlich diese Sachen, die Plagiate, das ist ein anderes Thema. Da will ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Dazu wurde genug rum erzählt schon. Ich möchte allerdings gerne sagen, es gibt auch viele Sachen, die man da vielleicht kaufen kann. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich diese Stempel woanders gesehen hätte. Ne? Jetzt ist nur die Sache, weil mir das jemand vorgeworfen hätte, diese kleinen Stempel wären auch von jemand anders gestohlen. Und da muss ich sagen, das weiß ich leider nicht. Ne? Das muss ich sagen. Wartet mal ganz kurz, ich überlege, wie ich es mache. Ich weiß das leider nicht. So kann ich es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Mache es so kompliziert, wie es eben geht, Fräulein. Also ich kann jetzt auch nicht das ganze Internet von morgens bis abends bei allen Firmen der Welt, die ich sowieso nicht alle kenne, kann ich nicht mir alles anschauen. Das kann ich einfach nicht. Ne? Das muss man doch mal begreifen, das kann kein Mensch. Und ich habe diese auf jeden Fall nirgendwo gesehen bisher. Nirgendwo. Und deswegen benutze ich sie auch gerne weiterhin, weil ich der Meinung bin, die kann ich dann nehmen, weil, ja. Ja gut, diese Hetze, die jetzt im Moment stattfindet, da wollen wir uns gar nicht beteiligen. Ich halte mich da raus nach wie vor, mir ist das egal. Das muss jeder selber wissen. Ich bemühe mich natürlich nicht extra Sachen zu kaufen, wo ich jetzt hundertprozentig weiß. Aber ihr müsst mir schon glauben, dass ich einfach das nicht hundertprozentig weiß. Da ich im Grunde mir gar nicht die Sachen anschaue, wo ich das wissen könnte. Ne? Also ich gucke mir das alles gar nicht an. Na, ich gucke 1000 Kanäle inzwischen nicht mehr. Ich gucke, habe ich euch auch schon mal gesagt, ich kann es im Moment nicht haben. Ich gucke kaum Bastelkanäle mehr. Ja, mein Bedarf ist im Moment mit allem gedeckt. Gebe ich mal so, einfach mal so zu, ne? Gibt es jetzt einfach mal so zu. Mir ist es einfach alles. Muss auch mal was anderes in meinen Kopf reinkriegen. Ne? Ja, es ist einfach so. Ne? Das ist. Na, ich gucke also die Renovierungssachen, ich gucke die Chateaus, ich gucke ganz, ganz viele Sachen so hier. Sachen vom SWR und NDR und habe jetzt mir Tietjen wieder angeschaut. Die letzte Folge von mit Tietjen war ja wieder unterwegs mit 5, 6 anderen. Und ich finde das einfach schön. Ne? Ich gucke das gern. Ne? Ich gucke es sehr gern. Ja, ich mag das. Ich mag das sehen. Solche Sachen gucke ich mir an. Ich gucke weniger Filme, also Spielfilme, das muss ich zugeben. Ne? Weniger Filme, da ist schon einer drauf. Da brauchen wir dann keinen. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Guck, halbe Stunde ist schon wieder voll. Gucken wir mal, ob wir noch eben die Stempelei zu Ende machen können. Hier ist noch ein bisschen was Freilauf. Ja, da können wir auf jeden Fall noch einen Stempel machen. Ja, also wenn ihr wisst, dass man das jetzt bei Temu, da kaufen ganz andere Leute. Diese Stempel sind definitiv aus China. Diese Stempel werden definitiv in Deutschland verkauft. Ja, definitiv. Von anderen Firmen, das weiß ich ja hundertprozentig. Und ich weiß nicht, ob das euer Gewissen beruhigt. Ich habe das schon mal gesagt. Nur weil ihr es nicht selbst in China bestellt habt und jemand anders bestellt und nimmt dann halt einen Aufschlag, ob das dann wird das dadurch dann besser? Ne? Wird es besser dadurch? Ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Also für mich macht es keinen Unterschied.
So, ich bin mit der Stempelei erstmal durch. Das ist sehr, sehr schön gelaufen. Deswegen bin ich ganz ehrlich, habe ich es immer noch nicht zusammengenäht. Und, einen Moment, ich wollte noch so ein ganz klein bisschen stenzeln. Ne? Das hatte ich mir auch so vorgenommen. Auf Seiten, wo so gar nichts ist, jetzt ist hier was drauf. Jetzt würde ich hier gern so ein ganz klein bisschen stenzeln. So, ne? So ganz, ganz klein bisschen so. Ne? Auf den Seiten. Ich werde das morgen machen. Und wie gesagt, es tut mir leid, morgen kann ich leider nicht sprechen. Da werde ich keinen Film machen können. Ja, und dann müssen wir halt gucken, wie wir da... Das Papier, brauche ich das jetzt noch für irgendwas? Vielleicht für Taschen, ne? Würde sich das anpassen. Das habe ich hinten drauf, ne? Das ist hier, oh ja. Das können wir auch noch überlegen, ob wir vielleicht noch ein, zwei Taschen einbauen. Ja, das würde ich mir jetzt gerne noch kurz überlegen, ob wir uns noch ein oder zwei Taschen einbauen. Kleine Sache nur. Ja, upsidu, upsidu, dudu. Ja, das muss ich schon so rum machen. Ne, warte mal, das ist so rum. Ich sehe das gerade, der Stiel ist ja nach unten. Ach, das hat doch eine Richtung. Scheiße, nee, gar nicht hingekriegt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, wollen wir noch ein paar Taschen mehr reinmachen? Ist das jetzt nötig? Macht das einen Sinn? Müssen wir kurz überlegen, gell? Müssen wir ganz kurz überlegen. Zum Beispiel auf diese Seiten, da kann man nicht so gut drauf schreiben. Ne? Da würde ich dann zum Beispiel so ein Dings draufkleben. Ne? So, zack. Ne? So, finde ich schön. Also, das muss ich mir überlegen. Das mache ich vielleicht. Oder vielleicht, was die Variante sein könnte, aber ich weiß es noch nicht. Ich filme vielleicht, spreche nicht und mache Musik drüber. Aber ihr wisst dann halt, ich kann dann halt nicht sprechen. Aber das weiß ich jetzt noch nicht. Werde ich sehen, wie es morgen ist. Ne? Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat euch etwas Spaß gemacht. Kommt gerne wieder. Bis bald. Auf Wiedersehen. Passt auf euch auf. Auf Wiedersehen.